Nein, nein, bitte nicht. Hilfe! Ich werde von einer verrückten Yandere festgehalten. Da, da, da. Aber wenigstens ist die Musik gut. Ah, guten Morgen zum nächsten Türchen. Ich habe mir gedacht, was ist besser als Fog Winter zu sagen, als Summer Fashion Makeover zu spielen? Ah, die Augen, die hat sie immer weit aufgerissen. Aha! Hallo, ich bin 14 und ich schmink mich schon jeden Tag 3 Stunden, weil mir das auch aufgezwungen wird von anderen. Nein, Nina, niemand zwingt dich. Oh mein Gott, lass mich, sonst bin ich hässlich. Bestimmt. Ich mag Ketten. Aha. Okay, schon gut. Man merkt durch die letzten 10 Jahre meine Meinung zu sowas. Ich bin immer, aber jeder, der mich noch nicht kennt, hallo, warum klickt ihr dieses Video an? Freut mich. Ich bin total dafür, dass ihr machen dürft, was ihr wollt. Wirklich. Solange es keinen anderen schadet. Aber ich bin aber auch der Meinung, dass ihr dazu stehen solltet. Und wenn Mädchen, vor allem Mädchen, heutzutage aber auch viele Jungs, oh, Entschuldigung, man muss ja sowieso aufpassen, Menschen, aber vor allem Mädchen fangen damit an, irgendwie so früh, immer früher leider, weißt du, zu schminken. Und ich weiß, okay, jetzt kommt ein Take, den verstehen wir vielleicht nicht, vielleicht schon. Viele sagen nämlich so, ja, aber Mädchen werden da ja auch erzogen und die sind unter Druck und alles. Ich bin aufgewachsen mit verschiedenen Arten von Sets für meine Schwester, für meine Brüder und so weiter, wo es dann Autos gab, die Klischees halt, ne? Aber trotzdem haben wir gemischt gespielt. Es gab auch Sets, hatten wir auch, wo man in der Küche steht und kocht. Ja, komischerweise gibt es das auch schon seit 100 Jahren für Mädchen. Es gibt auch so welche Sets, die nicht mehr, weil warum eigentlich auch nicht mehr? Warum nicht einfach, wie heißt das jetzt nochmal? Lach bitte nicht. Unisex machen. Es gab zum Beispiel Sachen, wo es hieß, die wöchentliche Wäsche machen. Wo es halt Wäsche gab, so klein, mit einem kleinen Wäschekorb und so weiter. Und das gab es als Küche, als ich aufgewachsen bin. Und ich habe nie drüber nachgedacht, oh, Frauen in die Küche oder sowas. Aber es wird ja auch so erzogen. Aber es gibt es ja auch nicht mehr. Warum erzähle ich das? Make-up wird doch genauso gemacht. Wieso wird da nicht auch? Die Mädchen, ist mir aufgefallen, machen das von sich aus. Vielleicht sollten wir Mädchen eher mal ein bisschen Selbstbewusstsein, nicht Selbstverliebtheit oder sowas oder Oberflächlichkeit einreden, sondern vielleicht mal sagen, hey, du musst dich nicht schminken. Du hast ein Problem, wenn du denkst, du musst jeden Tag geschminkt rausgehen. Und dann kommen Sprüche anstelle, oh, du hast recht, danke, dass du versuchst, das Rückgrat der feministischen Bewegung zu stärken. Nein, dann kommt sowas wie, oh mein Gott, kannst du mal die Fresse halten als Mann, wenn ein Mädchen sich schminken möchte, für sich, dann darf sie das. Natürlich darf sie das. Du hast überhaupt nicht verstanden, was ich sagen wollte. Jeder darf das. Jeder kann machen, was er will. Es geht darum, oh mein Gott. Und dann fangen sie an mit Body Positivity und sowas, wo ich dann denke, aber das ist doch genau das Gleiche. Du kannst doch auch trainieren, um sexy zu sein. Aber das ist ja Arbeit, ne? Schminken ist ja nur Geld ausgeben und sich irgendwas reinpflastern. Das sieht aus, als ob sie geschlagen wurde. Und wir werden jetzt rausfinden, ob zu Recht. So, wir spielen Summer Fashion Makeover. Das sieht wirklich aus, als ob sie einmal links und einmal rechts. Summer Fashion, please wait. Oh. Hi, ich möchte gern zum Strand, der direkt vor meiner Tür ist. Aber jetzt sag nicht, du kannst nicht raus. Der ist 10 Meter entfernt. Du kannst einfach an den Strand gehen. Da ist niemand. Guck mal, da läuft nicht mal jemand. Du kannst einfach hingehen und rein. Aber ja, es ist schon seltsam, wie du dich anziehst. Hier, guck mal, so ein bisschen so, ne, ein bisschen ludrig. So ein bisschen, nein, locker. Ich finde das cool. Ich mag sowas, so welche Outfits bei Frauen. Diese lockeren Sachen. Und, aber trotzdem sexy. Aber wirklich. Und ich weiß, diese Spiele, deshalb spiele ich das, ich wollte mich mal wieder aufregen mit euch. Diese Spiele gibt es zuhauf, seitdem ich Let's Playe. Scheinbar sind da ja ganz, ganz viele Menschen, genau, Menschen, nicht Mädchen, die das anklicken. Und diese Menschen ein Problem, nicht ein Problem, sondern sich Puppen wünschen oder sowas. Also ist das ja irgendwie in unserer Psychologie drin. Nur, vielleicht bin ich auch einfach nur ein langweiliger alter Mann, der darüber nachdenkt, das habe ich aber früher schon, also so gesehen, vielleicht bin ich einfach nur ein langweiliger Mensch, der darüber nachdenkt, wie sie gerade in ihrem tollen Wohnung, in ihrem tollen Haus da steht und man denkt sich,
Wie hast du es so weit kommen lassen? Deine Klamotten sind doch schön. Aber da hier, das ist dreckig, haarig. Wie? Was hast du gemacht? Hast du einen Dämon gerufen durch den Spiegel oder so? Bist du ein Dämon? Hast du gerade die Hausbewohner gefressen? Kommst du gerade aus dem Gully? Hattest du eine extrem heftige Gangbang-Nacht und deshalb hast vergessen, dein Gesicht zu waschen? Aber dann macht dann macht das ja keinen Sinn. Sie muss doch irgendwann in diesen Riesenspiegel geguckt haben und gesagt haben, oh, da wachsen ein paar zu viele Haare zwischen meinen Augenbrauen. Ich habe wahrscheinlich eine Unibrown. Das heißt, da haben halt einige Menschen meine Behaarung ist. Da fängt man doch vorher an. Aber das hat sie ja wachsen lassen, bis es eine Raupe war. Okay. Aber, du bist ein Vampir und kannst nicht an die Sonne. Das wäre das Einzige, was ich jetzt durchlassen gehe. Oder ich muss Hausaufgaben machen. Oder meine Oma ist gerade hingefallen und ich muss einen Krankenwagen rufen. Oder mein kleiner Bruder ist da ertrunken und ich trau mich nicht mehr an den Strand. Oder ich muss gleich zur Arbeit. Oder ich habe sehr viel Hunger. Oder ich habe extrem meine Periode und fühle mich nicht wohl. Aber wir schauen mal, was das Spiel uns sagt. Das wurde designt. Und das, ich ganz ehrlich, ich mag das Design hier gerade. Das regt mich am meisten auf. Es hat jemand designt. Hallo, ich möchte gern zum Strand. Warum bin ich überhaupt bei dir im Raum? Aber, wie du sehen kannst, bin ich echt ein bisschen, Messi? Messi kennen wir ja auch. Ich bin ein bisschen, eklig, naja. So, also, möchtest du mir helfen? Was ist das denn? Ein bisschen messy? Ein bisschen? I'm so messy. I am so messy. Das ist genau die Antwort, die ich nicht hören wollte. Das hast du doch selbst zu verantworten. Du hast dich doch auch scheinbar gut angezogen. Du findest dich doch scheinbar nicht unheiß und machst scheinbar Diät. Also du bist gut, passt auf deine Diät. Diät ist scheiße, macht keine Diät. Auf deine Ernährung passt du auf, machst scheinbar Sport, weiß ich nicht, müssen wir gucken. Vielleicht kotzt du auch viel. Aber das hast du zu verantworten. Okay. Möchtest du mir helfen? Sind wir Freunde oder was? Wir nehmen einfach mal an, wir sind... Was? Sind wir ihr Freund? Das würde ich doch niemals so zulassen. Nicht, weil ich ein toxischer, chauvinistischer Mann bin oder sowas, sondern wenn du jemanden liebst, dann sagst du doch, hey, dein Gesicht, das wird langsam ein Problem. Lass uns mal eine Creme oder sowas suchen. Können wir mal zum Arzt gehen oder sowas? Dann machst du dir doch Sorgen. Außerdem sagt man doch dann, wenn ich sie anders kennengelernt habe und ich habe sie kennengelernt mit zwei normalen Augenbrauen, dann sage ich doch irgendwann, hey, das wächst ein bisschen zu. Kannst du da vielleicht irgendwas machen? Stört dich das, wenn du das machen würdest oder so? Es müssen doch beide Seiten sich mögen. Das heißt, ich kann nicht ihr Freund sein. Wer bin ich also? Ich bin... Wir sind der Sklave. Der Butler-Sklave. Und sie ist ein reiches Mädchen. Und wir werden am Ende des Films sie entführen oder sowas. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt fast was gespoilert. Aber ich will nie spoilern. Nur für einen Witz. So. Okay. Super. Also, bitte gib mir ein Makeover. Ich kann dich einfach 10 Minuten unter Wasser mit dem Kopf halten, dann haben wir ein Makeover. Immer dieses der Reihe nach, ne? Das ist nicht mal eine Auswahl, was ich in Ordnung finde, hier macht Sinn. Aber das ist bei jedem dieser Spiele so. 1, 2, 3, 4. Oh, ich freue mich schon richtig. Erstmal machen wir sie jetzt sauber. Ja, wir sind. Scheinbar sind wir... Ah, nein. Okay, nochmal. Ich versuche mir das alles so zu klären, dass das Spiel so möglich viel Sinn macht. Versteht ihr? Das ist einfach gut für mein Hirn. Wir sind ein Salon und sie kommt hier an und hat sich einfach ein bisschen gehen lassen und sagt, ich möchte diesen Sommer an den Strand, aber siehst du, ich war nur am Zocken. Ey, ich als Gamer-Girl. Und deshalb, ich war die ganze Zeit nur im Keller. Und jetzt habe ich mir mein Outfit rausgesucht für den Sommer, habe gesehen, oh shit, ich habe ja seit Monaten nicht in den Spiegel geguckt. Ach, ich hatte aber auch so viel gute Kills und Headshots in mein super Online-Spiel, das ich die ganze Zeit spiele. Und ich bin nämlich E-Sportlerin. Ja, Gamerin, wie die Grünen jetzt gerne sagen.
weil Gamer ja gegendert werden muss. Und daher kommt jetzt hier hin und wir sagen, aber natürlich helfen wir dir, du hässliches Stück Scheiße. Du bist natürlich ein tolles Gamer-Girl und musst auch toll aussehen, damit du dann streamen kannst und ganz viele geile Männer dir Geld geben können. Ich habe gerade gesagt, dass sie eine gute E-Sportlerin ist, also don't add me. Okay, und wir müssen sie jetzt wieder hübsch machen. Das ist sehr oberflächlich und wir sind toxisch und scheiße und enablen sie, denn sie ist so hübsch, wie sie ist. Mit all ihren Pickeln. Nee, jetzt ernsthaft mal, Leute. Jeder von euch, der auch so auf dieser Welle schwingt, von mir aus könnt ihr das ja machen. Dieses, du bist so hübsch, wie du bist und so wie du bla 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 bla. Diese, och, wir sollten nicht oberflächlich sein. Sagst du das bei der jetzt auch? Wirklich? Und wenn du das dann nicht selbst bei dir auch erlebst, bist du nicht ein Heuchler? Gibt es nicht sowas wie okaye Oberflächlichkeit? Warum denn auf sein Auto überhaupt aufpassen? Warum dann überhaupt irgendwas sauber halten? Also, ich glaube, ein bisschen hat Oberflächlichkeit auch was mit Gesundheit zu tun und so. Also, mein Gott, fangen wir mal an. Summer Fishing Mick. Ja, plötzlich. Oh. Hallo, Sailor Moon. Wirklich? Wie? Ich habe dich gerade zum Gamer Girl gemacht. Na okay, die Streamerinnen sind ziemlich fit, ne? Also zum Sport geht sie. Ah, sie trainiert zu Hause, weißt du, über YouTube. Okay, okay, okay. Müssen wir sie... Oh, Oh, warum ist da ein Smiley? Okay. Ich wusste nicht, dass wir ein Lolli-Spiel spielen. Ah, du bist alt genug, ne? Wie alt bist du? Sie ist doch mindestens 14, oder? 14 ist erlaubt. Okay. Also, sie ist jetzt Kanon einfach mal 14. Und wir sind, Madame Ching. Oh ja, ich dich sauber machen. Für mich ganz normal. Deine Brüste sind echt nicht... Du bist gerade dabei, ne? Du bist 14. Alles gut, das ist professionell, was ich hier tue. Oh mein Gott, kannst du aufhören zu stöhnen? Oh mein Gott. Oh, ich muss sogar unten ran. Das riecht da ein bisschen, ne? Ja, du musst gar nicht so gucken. Kannst du dich bitte ganz ausziehen? Ich muss da, glaube ich, nochmal richtig ran mit dem Fangnetz. Oh, und stöhn doch bitte nicht. Wo musst du... Oh, das war richtig schön. Sie muss 14. Nein, das stimmt nicht. Leider werden Mädchen schon mit 11, kommen schon mit 11 in die Pubertät. Das heißt, sie nicht. Weißt du, sie braucht ein bisschen. Sie ist, nee, warte. Genau, sie braucht ein bisschen und ist jetzt, sie ist 15 sogar schon. 16, sonst dürfte sie nicht Geld machen und so weiter. Das heißt, sie ist 16. Alles in Ordnung. Mit 16 ist alles in Ordnung. Super. War super toll, dich einzucremen. Professionell meine ich. Was ist das? Achso. Natürlich spritzen wir jetzt mit den Geräuschen was ins Haar. Das ist in Ordnung. Das ist okay. Warum machen wir das eigentlich mitten in meiner Wohnung? Oder überhaupt im Wartezimmer oder sowas? Habe ich eine Plane unten? Das ist wärmer was, ne? Unten ist einfach so ein Abfluss. In der Mitte des Raumes ist einfach wie so ein großer offene Dusche-Abfluss. Wie geil! Das will ich jetzt irgendwie machen. Und wir haben auch einen Service für Hunde dann. Ja, okay. Wieso? Au! Achso, okay. Hast du dich jemals selbst gewaschen? Boah, wie du dich freust. Oh geil, ich habe ein Achievement bekommen für etwas, was ich im Spiel sowieso machen muss. Aber wir haben noch gar nicht... Achso, das wird es immer einwirken, weil ihre Haare so scheiße waren? Warum guckst du denn so? Genieß doch einfach mal, dass du gerade einen Spa-Day hast, du gut aussehende... Boah, du bist so privilegiert. Du hättest dich nur ein bisschen drum kümmern müssen. Du hast einen tollen Körper und tolle Haare und tolle Augen und lebst im Strand scheinbar, wo Palmen sind. Und du kriegst gerade eine Spa-Day. Oh. Immer diese... Menschen.
Weißt du, immer diese Menschen, die... Oh, es regt mich gerade ein bisschen auf. Wie bei Instagram oder sowas. Die immer so... Die nicht merken, dass sie... Weißt du, es sind immer die Privilegiertesten, die anderen privilegiert nennen. Boah, okay, ganz ruhig. Ich muss mich zurückhalten, Mrs. Ming. Was machen wir gerade? Was ist das jetzt? Ein Peeling? Ah. Sollten wir nicht vorher die Haare irgendwie wegmachen oder sowas? Ja, jetzt wird gleich gewachst. Aber dann müssen wir auch häufiger. Autsch! Warte kurz. Wie sie... wie sie geweint hat, aber gelächelt. Oh nein, wie traurig. Aber genau das meinte ich vorhin. Das kriege ich leider in den letzten Jahren immer häufiger mit, dass Frauen wirklich sagen, oh mein Gott, ich muss hier wachsen lassen und so weiter und das ist so schlimm. Und dann denke ich mal, du musst gar nichts. Das ist ja, was soll denn das? Würden wir alle so denken, dann würde es ja auch nur noch Pizza essende, Fußball guckende Männer geben. Weißt du, das ist doch alles freiwillig, was ihr macht. Also, was ist denn nicht freiwillig in einer westlichen Welt? Jetzt kommt doch mal runter mit diesem Bullshit. Okay. Hier zum Beispiel auch. Sie könnte sich ja einfach jedes Mal, wenn sie duscht, rasieren unter den Arm, wenn sie dann keine Behaarung möchte. Also, okay. Es geht halt so besser, weil du dann nur alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen einmal ran musst. Da kann ich euch empfehlen, Epilierer. Super schmerzhaft, aber auch, weil es mit den Wurzeln rausgerissen wird. Ich habe immer mich zurückgehalten, aber ich habe es voll genervt, immer so, so kleine, wie soll man das sagen, ich bin ein Mann, deshalb mache ich eigentlich nichts mit meinen Haaren. Aber wenn dann irgendwie am Arm oder sowas da eine Stelle ist, wo ich keine Haare haben möchte oder sowas. Also, vielleicht verstehen das einige. Bestimmt Frauen oder sowas. Wo einfach so ein bisschen, nicht viel. Und das stört dich einfach selbst. Und ich habe immer wieder dann gesagt, ah nee, komm, die paar, die kann man ja zupfen oder wegrasieren oder einfach lassen, ne? Und dann habe ich aber einfach mir mal so einen günstigen Epilierer geholt. Benutze ich sehr selten, aber hat sich schon gelohnt. Weil du dann einfach einmal rüber gehst und dann wird für dich gezupft. Innerhalb von 2 Sekunden. Und dann, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Frauen noch schlimmer ist mit dem, da kann man ja vorher einreiben mit, es gibt so Mittel, so, oder Sprühding, das Schmerzlinderung, aber auch so ansonsten, dann hört ihr, guckt nebenbei irgendetwas, geht rüber und haltet halt 5 Minuten lang die Schmerzen ab, aus und dann, ne, dauert es lange, bis es wieder nachwächst. Weil ich war einfach genervt, rasieren ist halt dämlich, weil das ist der Wurzel ja egal. Aber denkt immer dran, wenn ihr wachst oder epiliert, macht es nirgends, wo ihr eventuell die Haare nochmal haben wollt. Sieht zum Beispiel, oh, wenn die Augenbrauen aber gleich wieder super sind, da hat die Mrs. Ping aber hier, Ching aber gut Arbeit geleistet. Sie will natürlich zwischen den Augen keinen haben. Da wäre Lasern zum Beispiel vielleicht noch besser. Das ödet die Wurzeln ein. Die kommen dann gar nicht mehr zurück nach ein paar Mal. Aber wenn ihr sie epiliert oder wachst, werden sie immer schwächer. Und das ist es eben, wenn ihr irgendwo vielleicht doch nochmal Haare haben wollt, macht es lieber nicht. Ganz einfach. Aber, ist ein bisschen so wie diese Ohrringe, die Ohren weiten und sowas. Das geht sehr schwer zurück. Also passt immer auf, macht ruhig, aber passt auf, ob ihr nicht später vielleicht noch was anderes wollt. Zum Beispiel, das ist wie mit Tattoos oder so. Wachsen fand ich... Ich habe einmal versucht, hat glaube ich jeder schon mal, so Wachsstreifen geholt und dann haben wir aber auch Spaß irgendwie an den Beinen. Und ja, es tut weh, es geht aber schnell weg und es ist sehr effektiv, aber es ist viel mehr Arbeit, finde ich. Also dieses Wärmen und dann rauf und dann ziehen und dann nochmal rüber, weil nicht alles abging und so weiter. Oh nö. Ich finde, ihr könnt mir ja gerne sagen, was ihr besser findet. Ich finde Wachsstreifen und überhaupt Wachs ja am lustigsten, aber am anstrengendsten. Okay. Warum machen wir das jetzt gerade so sinnlich? Wird das irgendwie so ein französischer zärtliche Cousinen-Film? Oh, ja, wir haben Frauenhände, glaube ich. Oh, sie ist schon schwanger. Sie ist schon schwanger. Ich spüre das. Oh. Guck mal, wie sie das mag.
Die Creme verschwindet einfach. Das ist Vaginalcreme. Du bist 16. Alles okay. Hier unten auch? Ich massiere in 5 Euro. Ja, okay, komm. Wieso denn jetzt Sonnencreme? Es geht ums Bad. Ja, sie will an den Strand. Aber können wir erstmal uns um alles andere kümmern? Scheinbar nicht. Okay, Sonnencreme ist wichtig, ne? Denn Sonne, zu viel Sonne macht halt die Haut kaputt. Aber eigentlich macht sie die Haut nur dicker. Also, trotzdem, passt auf. Block the Sun. Ja, okay. Warum? Jetzt zurück. Achso, jetzt kommt Conditioner rein, oder was? Wie sie mal guckt, als ob sie überrascht wird. Sie weiß gar nicht, was das ist. Sie weiß gar nicht, wie es ist, sich um die Haare zu kümmern. Ah, wir haben alles, wir haben den ganzen Dreck jetzt rausge... Wieso? War das verklebt? Was hast du denn gemacht, Mädel? Neben der Pizzaschachtel eingeschlafen, oder was? Boah, seht ihr? Ich bin sehr gleichberechtigt. Diese Witze gibt's sonst nur. Jetzt denkt mal zurück und sagt, ich liege falsch. Seit ich mich erinnern kann, gibt's immer nur Männer, die irgendwie dargestellt werden, so, die in eigenen Cola-Dosen oder Bierdosen oder sowas aufwachen und irgendwie alte Sachen essen und dann hinfallen oder sowas. Oder Lesben. Aber Hauptsache dieses Männer-Ding. Und, denk mal drüber nach. Gleichberechtigung bedeutet auch, dass die Frauen auch die ganzen negativen, jetzt schon? Parfum? Die ganzen negativen Aspekte abbekommen müssten eigentlich. Weil mir ist aufgefallen, dass Männer die ganzen negativen Frauendinger für Gleichberechtigung bekommen. Ja, unten muss mir ganz viel. Unten muss ganz viel. Hier, mach mal hoch. Mach mal hoch das Handtuch hoch. Hallo, du willst doch, wenn da jemand kommt, dann muss er, ne, Spaß haben. Achso, da war der ganze Körper. Und jetzt kümmern wir um den, jetzt kommt das Koreanische. Jetzt kümmern wir uns um das Gesicht. Aha, bin ich nicht süß? Nicht zu schnell rubbeln. Was hast du getan? Nee, ernsthaft mal. Und warum hast du so einen Ausschlag? Das war sonst noch am ganzen Körper nicht. Die hat nur Chips gefressen und Energy Drinks getrunken. Und hat sich voll hingegeben und hat sich Stress gemacht. Und dann wurde sie erfolgreich und meinte, ich brauche jetzt echt mal ein bisschen Zeit für mich. Es war so stressig. Und die ganzen Fans in den Kommentaren dann so, ach, das hast du dir verdient, Queen. Bitte, achte auf dich. Und der Job ist nicht so wichtig. Wir warten gerne. Entschuldigung. Okay, was machen wir jetzt? Wieder die geilsten Geräusche. Die Geräusche kennt man sonst nur aus anderen Filmen. Wir haben nur unten eingecremt. Guck mal, wie sie nicht glücklich ist. Was denn jetzt? Ach so. Feuchtigkeit. Das habe ich gesehen bei... ich sollte nicht so schnell machen. Das habe ich gesehen bei den koreanischen Sachen. Okay. Okay. War das so wichtig? Hatte sie überhaupt irgendwie die Nase voll? Egal. Was ist das? Jetzt kannst du mir auch sagen, was das ist. Ist das jetzt Concealer schon? Nee. Öl? Öl ist aber nicht so gut bei denen. Öl verstopft die Adern doch. Aha. Das Geräusch am Mund. Nee, ist gut. Wir sind... Alles gut hier. Peachy, peachy. Ah, wie am Wochenende. So geht das einfach weg. Habt ihr es gesehen? Und diese Augenringe. Mädel, schlaf mal. Nein, ich brauchte meinen 24-Stunden-Stream. Für die ganzen Tier-3-Subs. Ich bin nur ein Multimillionärin. Das ist noch zu wenig. Okay. Okay. Wow. Wow. Ich will diese Creme auch haben. Oh Mann. Wenn eine Entzündung kommt, einfach eine Creme, dass alles sofort weggeht. Geil. Ui. Und jetzt für die Augenringe auch noch. Was sind das für Wundermittel? Das wurde doch aus ungeborenen Kindern gemacht. Und wieder Sonnencreme. Mal wieder.
Was machst du mit deinen Händen überhaupt? Entspann dich doch einfach mal. Willst du süß sein gerade? Ich werde dich nicht adoptieren. Du wirst für dir schön bezahlen. Nochmal das hier. Was ist denn das? Ist das jetzt... Oh ja, wir haben... Das ist... Du kannst doch nicht ins Wasser gehen. Wir schminken sie jetzt. Das ist... Heißt das Concealer? Nee, wie heißt das nochmal? Base? Auf jeden Fall das... Damit all deine Unreinheiten und sowas... Das ist jetzt einfach nur noch Farbe auf dem Gesicht. Das ist so, als ob man ein Haus... hier voll macht mit... Putzt. Mit Putz. Und jetzt machen wir auch noch Puder? Aber... sie will gar nicht ins Wasser? Some Make-up. Ja, okay. Das war noch Natural. Da gibt es so einen Trend. Natural Make-up. Wo ich dann auch denke... da sitzen sie 2 Stunden und der Trend ist, man soll nicht sehen, dass du Make-up anhast. Mädel, ich meine Mensch, du weißt schon, dass Leute irgendwann dich sehen ohne, ne? Ich meine, die kann jetzt nie ins Wasser gehen. Und dann irgendwie 1-2 Stunden vorm Spiegel und ich verstehe das ja noch bei Film und Fernsehen und sowas, ne? Da ist auch viel anderes, da ist viel Stress und so, aber... Nee, ich find's schrecklich. So ein bisschen mal was abzudecken. Ne? Du hast da einen schlimmen Pickel und der ist rot. Kann man abdecken. Das ist ja nur für kurze Zeit. So ein bisschen wie ein Pflaster. Aber immer dieses, du musst ja denn jeden Tag natural dich make-upen. Mach auf. Naja, okay. Müssen wir jetzt wirklich weitermachen? Ich dachte, wir gehen baden. Oh nein. All inclusive, ha? Huh? Gucken wir mal. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Nein. Achso, ich muss einfach wegdrücken. Welche davon finden wir denn schön? Das unten sieht sehr Anime aus, ne? Ja, wenn denn komm, machen wir hier weiblich. Oh, ja, schön, ne? Guck mal. Ich sag ja nicht, dass es nicht gut aussieht. Ich finde bloß, es ist ein bisschen wie... Kann man vergleichen mit sich hübsch anziehen zu einem Event. Das ist sowas, das machst du mal oder zum Halloween verkleiden. Du machst es aber nicht jeden Tag. Und einige Frauen können da nicht mehr zurück. Und das finde ich super gefährlich. Schon immer. Ich stehe da total hinter. Ich finde es gefährlich. Man sollte Make-up erst ab 18 erlauben. Und dann sagen viele, ja, aber das ist Unsicherheit. Andere sind dann Make-up und bla bla bla, ausreden. Wo ich denke, dann kann man aber auch... Was ist denn mit allen anderen Sachen? Mit Push-Up und das ist ja auch schon so ein bisschen. Es ist doch einfach, bring den Mädchen doch lieber bei, sie sollen sich um sich kümmern, gut ernähren, Sport treiben. Und wenn jeder dann was macht, steht ja so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ich bin hin und her gerissen, weil ich finde, wenn so ein 14-jähriges Mädchen sich schon schminkt und dann geht sie los und dann sagen die Leute, oh mein Gott, du darfst dieses 14-jährige Mädchen nicht hübsch finden. Die hat sich hübsch gemacht. Die sieht nicht mehr aus wie ein Kind. Sonst würde ja diese Little Tiara oder sowas, diese 7-jährigen, das ist ja schon ziemlich unheimlich. Es gibt ja diese amerikanischen Wettbewerbe, wo sie 7-jährige wie Erwachsene stylen und sowas. Und dann sagen viele zu Recht, das ist ein bisschen seltsam. Und ist das nicht das gleiche Prinzip? Naja. Vielleicht müsst ihr einfach mal mit Jugendlichen zusammenarbeiten oder sowas, habe ich nämlich auch. Wo man dann wirklich, man kennt denn diese, du weißt, die ist noch viel zu jung und dann plötzlich kommt sie rein, sieht aus wie eine Hafennutte. Und du denkst dir nur so, okay, ich würde jetzt niemanden, wie soll man das sagen, da könnte man denken, sie ist alt genug. Sagen wir mal so. Grün? Okay. Oh mein... Du willst ans Strand, oder? Nur eine Frage. Du willst ans Strand. Okay. Was machen wir denn hier? Das sieht alles... Die mag ich. Das sieht sehr Manga aus und so. Machen wir mal das. Wow. Ich weiß nicht. Machen wir das. Die Farbe geht gar nicht. Wir nehmen... Kann ich es auch wegmachen?
Du siehst aus, als ob du ein Star wärst und auftrittst. Du willst doch nur an den Strand. Aber okay. Kontaktlinsen. Ich will an den Strand. Aber ich kann doch nicht so rausgehen, so hässlich wie ich bin. Oh nein, Herzchen, ich hasse das. Oh, bitte keine Herzen. Nein. Normale Augen. Ich habe jetzt keinen Bock darauf. Nee, komm, wir wollen ja was Besonderes sein. Unterschiedliche Augenfarben. Oh mein Gott. Jedes Manga-Girl hat unterschiedliche Augenfarben, weil sie ist nicht wie andere Mädchen. So, und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Puder. Gucken wir mal. Oh ja, Ah ne, sie muss ja aussehen, als ob wir sie schlagen. Und ein Lippenstift. Das mit Augen sieht total bescheuert aus. Das machen wir gleich wieder weg. So, ich will die ganze Zeit auf natürlich gehen. Das ist total schlimm. Ich darf nicht. Wir müssen ja für sie da sein. Wir dürfen nicht uns nach uns gehen. So. Sieht so beschissen aus. Das sieht so beschissen aus. Wir machen normal. Wir gehen auf blau. Rosa. Weißt du, das ist einfach, das habe ich das Gefühl, passt zu Nina. So, okay, Nina. Wunderschön bist du. Es wird alles verlaufen in der Sonne. Super. Toll. Weißt du was? Überhaupt ist sowieso bald der Tag vorbei. Hä, wieso siehst du plötzlich anders aus? Was ist mit deinen Haaren los? Wann haben wir die Haare gemacht? Nein, wieso? Wir haben die gefärbt und alles. Das meine ich. Nina sieht jetzt aus wie 22. Da würde ich als Richter sagen, ja, okay, nee. Würde ich die Bilder sehen und sagen, nö, ist okay. Hat sich keiner irgendwie straf. Nina ist ja sowieso 16. 16 ist so erlaubt. Also ist es vollkommen egal. Wir können hier einen Film angucken. Ist der von Nina? Ja, komm, zeig deinen... Wenn du schon einen fitten Bauch hast, kannst du noch zeigen. Was ist das denn hier? Das ist auch total... Oh mein Gott. Wenn ein Trend, ich bin nicht wie andere, genauso wird, ich bin wie andere. Aber sie will doch an den Strand, oder? Sollten wir da nicht... Ja, sowas? Ein Strandoutfit irgendwie, wo man ein bisschen... Warte, wir gucken mal. Das sieht alles nicht nach Strand aus. Eher abends am Strand vielleicht noch ein bisschen sitzen. Ich weiß nicht. Habt ihr kein Bikini? Guck mal. Das sieht doch viel mehr nach... Ich gehe an den Strand ein bisschen mit meinen Freunden. Ich gehe nicht ins Wasser, weil ich das Wasser hasse und dabei schmelze. Aber wir gehen einfach an den Strand und... warum geht man an den Strand dann nochmal? Jungs gucken. Einfach nur in der Sonne sitzen und nicht bräunen. Weil es schön ist. Weil die Stimmung ist schön. Die Sounds. Die möglichen Dicks. Die möglichen Freundschaften. Sommerfreundschaften. Wir sind ja hier beim Disney-Film, wo man dann einmal küsst am Ende des Films und sagt, das war schön. Ich habe nicht meine 6 Wochen irgendwie verschwendet. So. Will sie Jungs aufgreifen? Sie macht einen Vlog. Weil sie jetzt auch Vlogs macht. Sie will Streamerin werden und hat sich gedacht, ey, ich kriege so viel Geld durch E-Sports, aber das ist mir zu viel Stress. Ich mache jetzt einfach ein paar Vlogs, das gibt genug Geld. Wir machen jetzt ein Vlog-Outfit. Dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Sie braucht natürlich eine Brille, natürlich. Aber das ist natürlich hier so, hey, Happy Pride. Aber nein, entweder das, weil Anime-mäßig, oder das. Das sieht mehr nach Sommer aus, ne? Und sie braucht natürlich eine Kette. Aber warte mal. Dann müssen wir das Shirt vielleicht nochmal ändern. Oder? Geht das Shirt für einen Sommervlog? Ich glaube schon, ne? Nee, das sieht so aus wie deine Mutter, die vorbeikommt, um dir dein vergessenes Pausenbrot zu geben und deine Freunde sagen, deine Mutter ist aber ganz schön bangable. So, machen wir das. Das. Auch rot? Machen wir... Nee, irgendwie gefällt mir das nicht. So, das sieht aus wie Vloggerin. Ja, komm. Und das ist Bling Bling, das passt nicht. Was? Haben wir noch mehr? Ah, Mist.
Ist ja gut, jetzt freust du dich, ich freue mich auch, aber halt die Fresse. So, das sieht doch auch danach aus. Es muss ein bisschen glänzen, ins Auge stechen, aber und dann, wenn jemand fragt, wo hast du das? Dann kann sie sagen, ah, ich habe dein Merch. Und in Wirklichkeit ist das von AliExpress und sie verkauft es einfach für 50 Euro weiter, weil ihre Fans fucking dämlich sind. So. Was ist das denn? Das ist wie ein Monster, wie eine Schlange an ihrem... Eine Uhr? Das ist natürlich total... Oh, du bist so anders. Du hast eine Uhr, die ohne Zeiger. Nee, ist das überhaupt eine Uhr? Was ist das? Sieht aus wie so ein Gadget von... Hier. Vom Spy-Film oder sowas. Oh, wow. Wir kriegen Achievements, wenn wir alles ausprobiert haben. Jetzt muss ich alles ausprobieren, weil die Achievements sind sehr wichtig bei dem Spiel. Dadurch kriegt Nina mehr Exposure. Das passt schon ein bisschen. Aber sie geht ja leger, locker an den Strand, um ihre Videos zu machen. Sie macht einen TikTok, weißt du? Und da passt dann sowas besser. Das hier ja auch, um zu fragen, ne, was ist das denn? Was ist das denn? Und dann fragen dann die 12-jährigen Follower Menschen. Und dann kann sie sagen, ah, das ist eine Uhr, kennt ihr nicht? Ah, wie funktioniert das? Die zeigt mit zwei Zeigern die Uhrzeit. Oh mein Gott! Das ist ja voll cool. Da habe ich, glaube ich, so einen Skin auf meinem Handy für... Also das passt. Aber das hier passt auch irgendwie. Aber das passt zu ihren Augen und zu ihrem Mund und sowas. Okay. Fertig. Ready for the vlog! Du bist gar nicht am fucking Strand! Nothing to complain about. Das sagt sie also zu Mrs. Chang am Ende. Ja, gibt's nicht zu meckern, ne? Ist auch nicht super. Ich könnte das besser. Ich sah zwar aus wie ein Wrack und kam gerade aus meinem Kerker, den ich Keller nenne, aber jetzt hab ich's. Und das können auch nur Frauen irgendwie. Gibt's das für Männer? Das müssen wir mal nachgucken. Ich finde das immer nur für Frauen. So ein Makeover für so einen Streamer, der an den Strand will. Just saying. Aber es ist perfekt. Weißt du, perfekt. Es gibt nichts zu meckern. Perfekt aber. Okay, es gibt aber auch nichts zu loben, wie scheint. Ich nehme mal an, auf der anderen Straßenseite ist der Strand Benefit of the Doubt. Und sie geht natürlich auf der Promenade jetzt hier so lang und trinkt erstmal ihren Kaffee und dann macht sie ein Instagram-Foto und sagt, just girly Menschen things. Und dann süffelt sie so ein bisschen dran und dann kriegt sie ganz viele Klicks, was auch immer bei Instagram passiert. Und sagt, auf dem Weg zum Beach, wer kommt mit? Ich sage euch natürlich nicht, wo ich wohne. Und ja, verständlich, aber da muss ich sagen, verständlich. Menschen. Aber, jo, Nina, geht's wieder gut? Das Problem ist, hat sie überhaupt was dazugelernt? Wird es nicht wiederkommen? Sie hat ihre Narben nur verdeckt. Innerlich sowie äußerlich. Und... Wo hat sie sich jetzt ganz teuer das Wundermittel von Mrs. Cheng da jetzt geholt, damit die nächsten Pusteln wieder weggehen? Ich meine, hat sie... Sie muss jetzt... Ist sie nicht abhängig jetzt von dem Salon? Ist ja egal, sie hat ja genug Geld. Würde ich auch machen, ne? Wäre ich ein super geiler, erfolgreicher, ich kriege mehrere hunderttausend oder sowas pro Monat, dann geht man natürlich einmal pro Monat dahin und lässt sich da durchchecken wie ein Auto und sagt, ich habe keine Ahnung, gucken Sie unter meiner Haube. Und warum nicht, ne? Wenn man selbst einfach nur ein Objekt der Begierde ist, dann behandelt man sich. Das meine ich jetzt gar nicht schlecht. Das meine ich jetzt total in Ordnung. Das ist ja wie bei Stars. Warum sich nicht um sich kümmern lassen? Man macht sich natürlich aber auch abhängig. Also Nina, versuch trotzdem, dich um dich zu kümmern. Pass auf, lüfte mal ordentlich durch. Das hilft meistens schon bei sowas. Und vielleicht jetzt aufpassen, dass du nicht zu viel von diesem, wie heißt denn das nochmal? Von Baystar. Ich wusste das. Ich habe das nämlich geguckt. Ich gucke so einen koreanischen. Egal. Auf jeden Fall dieses. Ich habe echt vergessen, was man raufschmiert.
Es ist echt schrecklich, wie viel sie darauf packen. Also bei Stars und sowas. Der, da zeigen sie so, wie Stars ankommen und ganz, ganz normal aussehen und auch sympathisch und gut. Weißt du, das sind so hübsch, finde ich, hübsche Frauen, die dann wirklich dahin gehen und wo ich denke, hey, du siehst aus wie eine hübsche, normale, existierende Frau. Und dann beschmieren die da, die Poren werden wirklich zugekleistert, wo es mir schon aufschreit, wo jeder Arzt sagt, oh mein Gott, diese armen Poren, die musst du abends wieder so reinigen und damit ist deine ganze Haut irritiert. Das wird nur schlimmer. Mach das nicht zu häufig. Und dann wird da voll gemacht. Dann werden sie irgendwie eine Stunde lang während ihrer Augen nachgezeichnet, wie so ein Gemälde, das zu hässlich ist, bis sie dann halt so aussehen, wie die aussehen. Und dann denke ich mir, also für die Arbeit siehst du jetzt nicht besser aus, viel. Nina sieht besser aus. Okay, die Haare hättest du ruhig braun lassen können. Aber ich sage jetzt nicht, dass sie nicht gut aussieht. Sie ist bestimmt clickable, aber braucht der Panda unten rechts Make-up, um süß zu sein? Ich denke nicht. Das war das Ende von meinem Ranting. Ach, alter weißer Mann ist wieder am Meckern. Denk dran, ich bin 1% Inder. Ich darf das. Ich bin nicht nur weiß. Und daher, fuck you. Nein, fuck Nina, denn das macht sie bestimmt später auch nochmal. OnlyFans. In 2 Jahren, wenn sie dann darf. Freuen wir uns drauf. Hoffentlich hat sie bis dahin es hinbekommen und ist nicht aufgegangen. Was sei denn, dann sagt sie einfach Body Positivity oder sowas. Alles in Ordnung. Würdet ihr Nina folgen, dann macht das viel Spaß mit ihr Sims. Bis zum nächsten Mal und ciao.